Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019. Der Challenge auf dem Zweisternhof mit dem Mikado. Hallo. So, und ich würde sagen, start your engines. So, vierte Folge. Challenge-Projekt. Bei dir alles fit? Ja. Ist es normal, dass der Mähdrescher bei dem Berg rückwärts allein runterfährt? Wenn er nicht ganz abgestellt wurde, kann das passieren, ja. Ich will ihn nämlich gerade auf meinen Ladewagen wieder Schneidewerk drauf tun, aber der steht so halb am Hang. Deswegen. Wie fahre ich denn hier? Fahre ich ganz doof. Unser Feld hier ist Erntereife 2. Vielleicht können wir da heute noch anfangen zu ernten. Ich glaube, das ist sogar Erntestufe 3, wenn ich mich nicht ganz erinnere. Bei mir? Ich glaube schon. Nee. Warte mal. Warte, das gucke ich. Na. Also entweder ist es ein Bug oder... Das ist mir einfach nicht angezeigt, warte mal. Weil bei mir steht, dass sein Feld gekuppert ist. Ah, jetzt nach einer Zeit, warte. Ach so, ja, das kann sein. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen kleiner Bug oder so. Das ist normal, dass dir die Stände erst im Nachhinein geladen werden. Okay. Oh, ich habe dich im Baum festgefahren. Ist mir ja letzte Woche auch letztes Mal auch passiert, letzte Woche. Ach, jetzt bin ich wieder frei. Hui, das ist nicht so schön. So, mal gucken, wie weit ich hier mähen kann. Stimmt, mein Gemäht, das muss ich auch noch einsammeln gleich. Gut schön. Ich mein Schneidewerk erstmal zu meinem Hof. Achso, du hast letztes Mal, glaube ich, schon eine Fuhre Ernte verkauft, glaube ich, gell? Ja. Was hast du dafür bekommen? 20.000? 21.000 habe ich dafür bekommen. Hm. Okay. Also wir werden jetzt hier noch ein bisschen Gras machen, hoffen, dass das Feld auf Erntereife 3 geht und dann ernten. Gras kommt erstmal ins Silo. Ups. Kann ich hier eigentlich... Warte mal. Da in das Silo passender... Das muss ich jetzt mal nachgucken. Da. Ah, Mist, da geht kein Stroh rein. Kein was rein? Ein Stroh. Ach so, nee. Leider, leider. Stroh ist kein Gärstoff. Nein, ich meine nicht in den, ins Fahrsilo, sondern in mein, in mein Hofsilo, genau. Eins Hofsilo? Naja, das hab ich schon. Ich hab noch kein Hofsilo. Wir gucken mal, dass wir das Silage-Silo, das Fahrsilo recht schnell voll kriegen. Was war jetzt eigentlich das kleinste? Ach nee, das... Oh, ich dachte gerade, das würde nicht anhängen. Oh, hat ich aber nochmal Glück gehabt hier. Warte mal, ist das eigentlich gedüngt? 16? Gedüngt, auf voller Stufe. Nee. Erster Stufe, ja. Egal. Der ist ja knapp daneben. Hä? So. Okay. Ja. Wir suchen immer noch, nicht zu vergessen, Helfer und Lohnunternehmer. Also Lohnunternehmer, Helfer. Für mich arbeiten wollen? Ja. Oder für den, der besser zahlt.
Aber wenn ihr auf meinen Kontostand schaut, naja. Dann wohl doch lieber für Mikado. So. Ja, Geld ist unser größtes Manko im Moment. Dann werde ich mal hier anfangen, ein bisschen Sonnenblumen zu ernten. Nachdem ich hier geguckt habe, dass es genau passt. Ich bin mal gespannt, wie inwieweit ein Feld weniger ein Nachteil für mich ist. Na, da bin ich auch mal gespannt. Ja, deins ist ja aber dafür größer. Viel gut. Ja. Ich glaube, das ist sogar vielleicht noch ein bisschen größer als meine zwei zusammen, würde ich sogar sagen. Ja, vom Preis her? Oh, nein. Hä? Du fährst denn jetzt mal metrischer lang? Boykott, Boykott. Ah, ich weiß, wo der lang fährt, aber nee, das soll der, glaube ich, nicht. Warte, wenn der jetzt wirklich das macht, was ich denke. Ich finde gut, dass die Leute ihrer Aufgabe nachkommen. Gut, so, dann... Ah, nee, warte mal, den muss ich noch hier stehen lassen. Den hier kann ich mit der Feld 60 fahren. Der Boykott bei dir läuft an. Ja, wir haben ja noch ein bisschen was zu mähen, das ist gut. Ich glaube, meine Sonnenblumen sind sogar auf Erntestufe 3. Ich bin mir nicht sicher, ob das 3... Ich denke schon. Ja, doch, das ist Erntereife 3. Also hier unten, das ist Erntereife 3. Ja. Meinst du, es leuchtet noch ein bisschen zu arg, das ist noch 2. Ich muss mal gucken, durch die Sonnenblumen bekomme ich bestimmt noch das Geld, damit ich mir eine Sämaschine kaufen kann. Wäre gut. Ja, zu 100%. Sonnenblumen sind ja das, was am meisten, am zweitmeisten Geld bringt. Mit Raps. Ja. Obwohl, es bringt sogar mehr Geld als Raps. Also Soja gibt auch sehr gut. Ja, Soja ist ja das, was am meisten eigentlich so bringt. Wenn man jetzt mal so an den Sachen denkt, wie so, man so auf dem Feld anbauen kann. Wenn man jetzt mal Silo nicht mitzählt. Ja. Weil Silo ist ja wirklich so eins, kommt man ja wirklich total viel für. Wobei ich finde, so viel kriegt man für Silage jetzt auch nicht. Es lohnt sich, aber es ist jetzt nicht übermäßig. Bin mal gespannt, wie lange ich brauche hier. Ich bin mal gespannt, wie lange das Projekt geht. Weil bis man mal so 80 Kühe und so 50 Schafe zusammen hat, das dauert ja schon ein bisschen. Relativ, denke ich. Vom Kaufen her, also wenn man es nur kauft, dann nicht so. Meine 80 Kühe sind mal 5000, glaube ich. Ja, ich glaube eins. Ja, aber erstmal das Geld zusammenbekommen, ja. Und das wird eher das Problem. Und da hoffe ich, dass meine Schafe, die da hinten schön am Weiden sind, dass die mir da ein bisschen mithelfen. Deshalb habe ich die ja so schnell... Oh, wir spielen die ganze Zeit auf Stufe 1. Auf Zeit 1. Echt? Ja, wie machst du das eigentlich mit einer Tastensteuerung? Das habe ich bei deinem Video gehört. Das ist... Das liegt bei mir auf 7 und 8. Okay. Kann man die Zeit umstellen. Das ist aber, glaube ich, eine Standardeinstellung. Also ich weiß jetzt nicht, ob die bei mir auch eingestellt ist. Fall habe ich das halt noch nie vorher ausprobiert. Ich meine, dass es Standard ist. Ach Kacke, jetzt bemerke ich gerade, dass ich doch andersrum fahren sollte.
Zu spät. Dum, dum, dum. Na gut, dann... Hey, warte. Hä? Ich war schon richtig, oder? Ich weiß nicht, wo du hin wolltest. Warte mal, wenn ich so fahre, dann tut er das eigentlich noch... Ach, du machst die Wiese. Ja doch. Boah, bin ich gerade irgendwie blöd oder so? Ich enthalte mich der Aussage. Also ich weiß jetzt nicht, irgendwie... Oh. Das Einzige, was ich halt hier noch doof finde, ist, wenn ich zu dieser einen Ecke da oben gucke, dann wird mein ganzer Bildschirm schwarz. Und sich alles dunkel, wie in der Nacht. Zu welcher Ecke? Wenn ich so Richtung Sonne gucke. Ah, okay. Ist das bei dir auch so, oder? Nee, da ist bei mir alles grellhell. Okay. Ah, dann liegt vielleicht an meinem PC oder so. Ja, vermutlich. Obwohl das auf meinem Laptop eigentlich auch ist. Okay. Aber der ist sogar besser als der PC. So. Dann haben wir gleich schon, das ist der vierte Ladewagen Gras, den wir dann im Silo haben. Also, wie fährt denn der Schwade? Oder fährt der Traktor so doof? Hast du zu wenig PS oder wie? Nee, ich glaube, das liegt einfach nur an der Lenkrückgeschwindigkeit oder so. Ah, die Rückstelle. Oh nein, jetzt haben wir ein bisschen Feld zerstört, das war doof. Hä? Wenn du mit dem Mähwerk über ein Feld fährst, dann wird daraus Stroh. Echt? Ja. Ah, stimmt, ich glaube. Oh, ich bin voll. Ist aber doof. Ah, stimmt, genau. Das geht auch. Das kann man auch machen. Ja, macht aber wenig Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann entfällt ja das ganze Weizen und so. Und dann nur der Stroh raus. Ja, aber wenn man halt nur Stroh haben will, ist das eigentlich ganz gut. Wenn dann mega viel rauskommt, dann ist gut. So. Wir haben natürlich ein Problem, das weiß ich noch nicht, wie wir das lösen können. Wenn unser Silo fertig ist, ich weiß noch nicht, wie wir die Silage verfrachten können, weil wir haben keinen Frontlader und nichts. Ich hab einen. Ja, dann gebe ich dir einen Auftrag. Was kriege ich dafür? Ja, das ist die Frage. Ich verspreche dir 1 Million und danach kriegst du gar nichts. Ach so, willst du das machen? Nee, nee. Tja, irgendwie muss ich zu Geld kommen. Ja, aber ich denke, ich ernte jetzt hier das Grasfeld noch ab. Und dann werden wir uns an die Ernte vom Feld machen. Da werden wir uns dann auf jeden Fall auch einen Helfer gönnen. Dass wir zum Beispiel wahrscheinlich das Stroh abfahren können. Stimmt, das wollte ich auch mal gucken. Oh oh. Ja, sorry. Hast du gerade auf den Schuss gedrückt? Stroh. Nein. Oh, fast wäre ich ins Feld reingefahren. Ja, ich hatte kurz das Menü offen. Okay. Gras, Stroh gibt hier nicht so viel, gibt nur 116. Ja, 116 pro Tonne. Allerdings bei Agri LB und das liegt ja direkt bei hinter oh, unserem Hof. Ich krieg aber wenig Sonnenblumen jetzt hier raus, wenn ich jetzt mal so gucke. Wie viel denn? Normal? Ich habe jetzt hier fast schon das ganze Feld und ich habe erst 4000 irgendwas Liter. Keine Ahnung.
War es gedüngt? Ja. Tja. Also jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht hier. Ich sagte doch, der Boykott läuft. War da nicht irgendwie ein Geld zurück garantiert? Nee. So, eine Bahn brauche ich noch. LVB hat einen fast vollen Kontank. Ist egal, schmeiß einfach weg. Aber irgendwie haben wir hier jetzt nicht mehr so viel Gras ausgerückt. Ich habe mir extra noch das. Okay, das könnte man vielleicht auch verkaufen dann. Ich habe mir extra noch das große Mehrwerk, das Butterfly, gekauft. Aber benutzen tue ich es nicht. Vielleicht sollte ich es verkaufen, bevor es nichts mehr wert ist. Ja, hattest du das nicht schon verkauft? Nee. Ich hatte das Splendio, oder wie das heißt, hatte ich mir aus Versehen am Anfang gekauft. Ja, das weiß ich. Das habe ich wieder verkauft. Das hast du wieder verkauft, aber. Ich habe das Pöttinger Butterfly habe ich auch noch. Aber wieso benutzt du das nicht? Ja, weil ich direkt mit dem Ladewagen und ich mähe und Ladewagen gleichzeitig. Obwohl, dann bräuchtest du noch den. Da muss ich trotzdem wieder drüber fahren. Ja. Und den Schwader habe ich mir, glaube ich, ja nicht gekauft. Ja, den habe ich. Vielleicht geht es jetzt nicht so schnell, aber das war die günstigste Variante. Ja. Das ist mal so sagen. Wenn du ein einzelnes Mähwerk hast, das Pöttinger, das einzelne, kannst du ja direkt hinterherfahren. Der Ladewagen sammelt breit genug auf. Deshalb. Da spare ich mir den Arbeitsschritt, den du dir auferlegt hast. So, für die Schafe ist kein Problem, da können wir einfach mit dem Ladewagen drüber fahren. Dann wird es auch aufgesammelt. Gott, ich muss ja gleich noch mit meinem Ladewagen hier drüber fahren. Ja, eben. Und das mache ich in einem Arbeitsschritt. Ich mähe und lade auf. So, wir müssen die Silage noch platt fahren, ja? Das darf man nicht vergessen. Ach stimmt, das muss man ja auch noch machen. Ja. Ach, da weiß ich schon, was ich da nehme. In der nächsten Folge, weil wir sind schon wieder bei 19 Minuten, wer es auch immer glauben mag. Oh Gott, ey. Als ob die Folgen so schnell vorübergehen. Ja. Glaubt man gar nicht. Man glaubt es kaum. So, deshalb würde ich sagen, laden wir hier noch das bisschen auf. Und dann laden wir ab und dann wird man platt fahren und dann wird der Gärprozess in Gange gesetzt. Ich habe keine Ahnung, wie viel war da. Ich habe 100.000 jetzt gleich drin. Über 100.000. Liter Gras. Ja. Was sollen wir noch? Nee, Folge ist sowieso gleich vorbei. Nicht. Hä? Das erlaube ich dir nicht hier. Doch, komm, wir gucken mal, wo wir noch ein bisschen Gras kriegen. Da auf der Wiese ist noch ein bisschen. Frag mich, ja, aber ich glaube, du hast da eine größere Wiese. Obwohl, nee, warte mal. Ich muss echt gucken. So, aber ich würde auch mal jetzt kurz im Moment vorschlagen. Hä?
Warum mäht der hier nichts ab? Weiß ich nicht. Dass wir heute mal einfach 30 Minuten machen. 30 Minuten? Ja, wenn du damit einverstanden bist. Mir ist das ja eigentlich egal. Ja, 20 sind jetzt um. Ja, deine Folgen. Ja, machen wir heute mal 30 und ihr schreibt unten rein, ob es euch gefällt oder nicht. Hey, warum? Da ist eindeutig Gras drauf, aber der mäht nicht. Ist ja doof. Der hat keine Lust für dich zu arbeiten. Nee. Mehr. Aber eigentlich war vereinbart, dass sie dich boykottieren und nicht mich. Ach, mit den Helfern hast du dich abgesprungen hier. Nein, ich doch nicht. Also das merke ich mir. So. Ach, die Helfer hatten vollen Kontakt. Wo kriege ich denn jetzt noch ein bisschen Gras her? Hier. Ich kann mal gucken, was unser Grundstück alles ist. Okay, hier unten können wir noch. Und eigentlich ums Feld 1 rum auch noch. Weil ich würde jetzt ungern jetzt schon das Feld. Wir haben Erntereife 1. 3. Oh ja. Das kann eben was zu 100% 2. Ja, ja. Oder? Jetzt haben wir 3. So, dann müssen wir uns gleich an die Ernte machen. Hä, wie weit geht denn mein Grundstück hier? Es geht aber übelst weit. Überall liegt jetzt Gras rum. Ich würde gern einen Ladewagen, würde ich noch hinkriegen. Und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge um die Ernte. Wir haben ja Pflanzensterben, haben wir ja aus. Unter anderem wegen der Nacht. Weil das ja sonst bei 60-facher Geschwindigkeit zu schnell passieren würde, dass die Pflanzen sterben. Sind das deine Päckchen hier, die wir hier? Ja, der Kalk gehört noch mir. Den also. Habe ich gekauft, bevor ich pleite gegangen bin. Ich dachte schon, ich hätte mir hier irgendwas gekauft, das ich noch gar nicht brauchte. Bevor ich mir die Schafe gekauft habe, habe ich mir gerade noch die... Ich glaube, für den Waldra kaufe ich mir noch mal ein Gewicht. Bei dem kleinen Teil ist das sinnvoll. Weil wenn der Ladewagen dann erstmal voll ist, ich glaube, dann wird es schwer für den kleinen. Spannend. Naja. Häng den doch an. Boykott, sage ich da nur. Boykott. Oh oh. Liegt das jetzt daran, dass ich... Jetzt sag mir nicht, das geht nicht, weil ich vorne den doofen Frontlader dran hab. Das Gewicht? Doch, müsste normal gehen. Also irgendwie... Will das aber nicht. Warte mal, ist es denn bei dem normalen Boykott? Oder der hat vorne kein Dings da. Ah, hat er vorne auch nicht. Tja. Ich hätte noch vorne ein Gewicht dran machen können. Ach stimmt, dann könnte ich den ja auch einfach... Hier, dann könnte ich das doch einfach modifizieren. Oh oh, nein. Oh oh. Was? Mein Traktor ist umgekippt. Oi. Auf der Straße einfach. Ne, warte mal, nicht auf der Straße, sondern beim Shop. Einfach so. Ohne Grund. Und jetzt? Ich hab einfach keine Lust mehr gehabt. Aber man kann ja zurücksetzen, gell? Ja, aber hab's doch geschafft. Puh. Also. So.
brauche ich hier mal Konfiguration. So, wir fahren mal hier durch die Büsche ein bisschen. Auch da ist Gras vorhanden. Eigentlich das Gras auf der Straße noch aufsammeln. So, 1600. Ja, passt. Das nehme ich. Oh, oh. Fing das an? Ups. Da stand ein Baum im Weg. Mit dem Gewicht geht es dann anscheinend doch nicht so gut. Weil es nicht generell nicht hinpasst oder warum? Weil ich sonst den Frontlader nicht mehr anhängen kann. Ja. Ja, bei größeren Traktoren geht's dann wieder. Ja. Hä? Wieso kann ich den auch so nicht anhängen? Hallo? Ach, ich hab das ausgestellt. Das ist ein Dobi. Jetzt aber rund hier. Also, der Shophändler kriegt sein Geld, dass er dich hier so veräppelt hat. Jetzt weiß ich, warum das nicht ging, weil ich das... Ja, also... Geht doch nicht. Weil ich den Händler... Den Händler bestochen habe. Es geht immer noch nicht. Es hat halt einfach keine Lust auf mich. Hallo. Ich glaube, du solltest einfach ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. So, jetzt aber. Ach so, man kann nur das Gewicht oder vorne. Ja, bis ich da erstmal kapiert habe. Hat auch ein bisschen gedauert. So, gut. Ich habe noch eine Ladung Gras da drin jetzt. Dann haben wir 130.000, so ungefähr. Oh, kommen wir überhaupt über den Silageberg drüber? Gerade so. Okay. Hä? Ich muss mal gucken, ich glaube mein Helfer... hat seine Arbeit erledigt. Warum lädt er immer noch aus? Der ist doch Ladeanhänger. Ich muss sagen, parke ich mal hier neben. Mal kurz aus. Und wieder anmachen. Dann gucke ich mal Sonnenbohnen bei Acryl wieder. Wie letztes Mal schon. Ja, ich fahre mal meine Silage platt. Oh, fahr sie mal platt. Pass einfach mal kaputt. Und so richtig. Dann einsteigen. Oh. Gemietete Fahrzeuge. Ja, wieder zurückgeben. Ich muss das, den Hilfebildschirm hier anlassen, damit wir es sehen. So, wir haben noch eine Minute. Eine Minute haben wir nur noch. Ich glaube, ich werde es nicht mehr schaffen, die Silage abzudecken. Sieht, alles in allem sieht es schon ziemlich vielversprechend aus. 60%. Mit 136.000 Liter. Das 26. Ja, klar. In der nächsten Folge müssen wir unbedingt anfangen zu ernten.
Wenn ihr das sehen wollt, dann schaut bitte morgen nochmal rein, wie gewohnt um 18 Uhr. Und wenn es euch generell gefallen hat, dann gerne Like, Abo oder Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.